Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder, euer Ani. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Es gab gestern eine 15.10 Lite-Version. Da war ich kurz zweimal dabei. Hat mir Spaß gemacht. Ich habe leider nicht so viel sehen können. Ja, da war noch kurz bei Skybro ein bisschen im Chat. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen, was da alles passiert ist, aber hey, so hat jeder seine Meinung. Ich konnte Skybro wenigstens sagen, Hammer, Bruder, ich mach mich nicht, es ist nicht so, dass ich den wirklich irgendwie groß verachte oder so. Nein, ist nicht so. Ich mache ein bisschen Spaß über den. Ich benutze ein paar Aussprachen und so weiter. Also hey, das ist jetzt wirklich nichts Schlimmes, finde ich. Ne? Leute, es ist aber wieder Sonntag. Es ist wieder Sonntag. Und das heißt, es gibt Sonntagsmet. Ich mach mal hier. Soll ich mal ein Ding machen hier? Ich mach mal Ding. So. Ja, was sollen wir groß Quatscherei machen? Ich glaube, wir gehen einfach rein in das Video. Wir schauen dieses Video beim guten, lieben Ehrenmann Rendern hochladen. Ganz viel Liebe geht raus. Der Link zu Rendern hochladen ist in der Videobeschreibung. Falls ihr noch kein Abo gelassen habt, solltet ihr das nicht vergessen. Absoluter Ehrenmann. Einer der wichtigsten im Game, finde ich. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung, Rendern hochladen, lasst gerne Liebe da und ein Abo bei dem guten Mann. Ja, der Stream heißt, ein YouTuber streamt auf YouTube. Ich gehe davon aus, dass er irgendwas Schlechtes gegen seine Ex-Plattform sagt. Deswegen habe ich hier das genommen. Ich habe noch nicht reingeschaut, also er ist gerade irgendwie, weiß nicht, so 10 Sekunden oder so in der Mitte des Videos, um zu gucken, ob der... Na klar. Natürlich. Technik, Decke am Stüssel. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach rinne hier in das Video. Let's go. Und natürlich, bitte nicht vergessen, in die Kommentare schreiben, was macht ihr gerade, während ihr dieses Video schaut? Und lasst gerne ein Like da, ich würde mich sehr freuen. Und ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Auf Snapchat kann mich derzeit keiner adden, weil ich irgendwie ein Limit erreicht habe von Freunden. Er hat wieder Freundesliste und Bannliste verwechselt, ne? Kann ja mal passieren. Da gibt es anscheinend irgendein Limit, zumindest das, was ich gesehen habe. Aber wer will, kann mich ja mal in Pokémon Go adden. Bruder. Er spielt die Pokémon Go Home Edition, ne? Er spielt die vom Sofa aus. Wenn ich auch sehe, was hier rumsteht, Junge. Hier steht einfach eine leere Sektflasche. Hier steht der Futtertrog. Ein wahrscheinlich dreckiges Glas. Ich weiß nicht, was hier drin ist. In einem Glas hier ist... Ich weiß nicht, was das hier ist. Vielleicht könnt ihr es besser erkennen. Auflösung ist jetzt auch nicht die beste. Es ist halt die Reinicam, ne? Eine Flasche Spüli. Das hier. Was ist das? Was ist das hier? Es weiß nicht. Wisst ihr, was das hier ist? Ich habe keine Ahnung. Ja, Herr Müller, mit Blaulicht bitte. So, wie viel Lebenszeit uns Rendern hochladen immer erspart mit seinen Zusammenschnitten. Absolut ehrenhaft. Dass ich so lange gebraucht habe, hat nichts mit unqualifiziert zu tun, oder? Schwierig, die Aussage, schwierig. Ich würde sagen, schon. Techniklord oder sonstigen Bullshit, sondern es hat einfach... Das heißt Technik-Egger am Stissel! Du Techniklord. Ich nur damit zu tun, dass ich gerade was überprüfen wollte. Und zwar das, was mir jetzt erst angezeigt wird. Ah, was dir jetzt erst angezeigt wird, wolltest du vorher überprüfen. Na klar. Bevor ich jetzt angefangen habe zu streamen, bevor ich jetzt anfangen konnte zu streamen, weil ich einfach nur was testen wollte. Aber die Hater müssen natürlich wieder die Fresse aufreißen, weil sie jetzt... Reini, das heißt die Wolde-Hates, bitte.
selber so unqualifiziert sind, um irgendwas Eigenes auf die Beine zu stellen, kann er eigentlich... Naja gut, ich bin Technik-Dulli, was soll ich sagen? Gebe ich auch zu. ...eine Fantasie haben, kann eigenes Technik haben, kann eigenes Zeug haben. Also Reini, wenn ich mir deine Technik so anschaue, glaube ich, ist meine besser. Doch, doch. Kann eigenes Technik haben. Keine eigene Fantasie haben. Wir kennen jedes Buch von Rainer. Ja, Rainer, wir wissen in jedem Buch, worum es geht. Du großer Fantasielord. Er hat sich mit Tolkien verglichen. Lell. Aber Hauptsache, die Hater können die Fresse aufreißen und auf anderen rumhacken, weil sie selber unqualifiziert wie sonst was sind. Was ist denn das für ein Grund? Ich hacke doch nicht auf jemanden rum, weil ich unqualifiziert bin. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Weil der andere unqualifiziert ist, würde ich mich drüber lustig machen. Vielleicht erwängen. Das kann sein. Aber man macht sich auch über mich lustig, weil ich ein Technik-Dulli bin. Ist halt so. Weil letzten Endes sind die Hater einfach nur eins. Sie sind einfach nur Diebstähle. Grüße gehen raus an Diebstahl. Ganz viel Liebe. Die Hater sind Diebstähle. Junge, das kannst du dir nicht ausdenken, ehrlich. Sie begehen einfach nur Diebstähle. Sie sind einfach nur Diebe. Kleine, undankbare Diebe auch noch dazu. Sagt der Betrüger. Joke. Weil sie sich von anderen Menschen bedienen und selber nicht ansatzweise auch in der Lage sind, das eigene Zeug auf die Beine zu stellen. So. Also wäre es nicht schlecht, wenn ihr aufhören würdet, Scheiße zu labern, wenn ihr die Fresse aufmacht. Nehmen wir das als richtig schlechten Konter? Ich glaube ja, ne? Oder Deutsch falsch benutzt? Ich nehme es als beides. Ha! Gleich schon wieder ein Bingo. Andererseits. Übrigens, Leute, bevor ich das jetzt hier vergesse, der Fuddel hat einen neuen Song rausgebracht. Und der ist super gut. Der Link zu Fuddel ist in der Videobeschreibung. Bitte hört euch den Song mal an. Der ist, ich finde ihn grandios. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, der Link zu Fuddel in der Videobeschreibung, schaut es euch an. Ich finde das Ding super genial. Lasst da gerne auch ein Abo und ein Like, ne? Jetzt macht es ja genau die Hater aus. So. Vorhin waren wir ja wieder mal auf Junau. Da ist Junau mal wieder am Rumkacken, weil die Hater... Ja, Rainer, weil du mal wieder, wie bei jeder anderen Plattform auch, gegen die Community-Richtlinien verstoßen hast. Ne? Hater wieder mal alle möglichen Steine versuchen, mir in den Weg zu legen. Und Junau seit... 4 Monaten, 5 Monaten ist nicht auf die Kette gekriegt, das zu ändern. Hier möchte ich nochmal anmerken, warum habe ich das genommen, dieses Video? Ja, YouTuber streamt auf YouTube, klar. Mir war klar, irgendwas passiert gegen die andere Plattform. Ne? Ich will den Namen nicht mal aussprechen. Er hat im letzten Stream erwähnt, warum er dort nicht mehr streamen will. Und ich wollte hier auch ein bisschen damit beweisen, dass das alles aveng lülülü war. Er hat es versucht, er wollte, er wurde gebannt auf dieser Plattform. Einen anderen Grund gab es nicht. Dass man da nichts machen kann, oder dass man da was machen kann, besser gesagt. Genau, und deswegen habe ich mir gedacht... Rainer ist schon wieder komplett überfordert. Er tickert auf seinem Handy rum und versucht zu reden. Es kommen wieder nur Satzphrasen dabei rum. YOLO. Schauen wir mal. Rainer, sag mir, was YOLO heißt. Ich würde es gerne aus deinem, nennen wir es Mund, hören. Wer Lust hat, kann mich mal auf Pokémon... Wer Lust hat, kann ihn mal, ja. Und Go zocken, falls... zocken. Kann mich gerne mal auf Pokémon Go adden, wenn er das noch... wenn er das noch spielt... ich schicke euch mal meinen, teile meinen Pokémon Go Code mal auf Todesfuß, geiler Name. Kommst ja fast nach mir, ne? Mit was war's, Keksflüster oder so? Cooler Name auf jeden Fall. Danke fürs Abonnieren. So, ich teile meinen Namen auf Todesfuß. Geiler Name. Er hat einfach was gelesen und hat das in den Satz eingebaut. Das kannst du, er kann nicht zwei Sachen gleichzeitig. Er ist damit völlig überfordert.
Bist jetzt ein Welpling, ja. Übrigens, falls sich jemand gefragt hat, ne? Rainer, geh davon aus, dass ich mich das nicht gefragt habe. Einfach so, von vornherein. Was Welpling bedeutet oder wo ich das her habe oder so. Nein, habe ich mich nicht gefragt. Ach, ich sag, komm, egal. Spielt WoW. Da gibt's diese ganz kleinen Babydrachen, die nennen sich Welplinge. Ach scheiße, ich kann. Gar nichts. Und was liegt denn hier überhaupt für ein Lappen? Also nicht der hier meine ich. Warum das mitten im Stream? Ich kann das gar nicht als Ding posten, oder was? Nein, kannst du es denn nicht das Ding bei den Dingens als Dingens machen? Okay, ich kann den... Okay, passt auf. Ich poste den Freundschaftscode von Pokémon Go mal auf Snapchat. Ich habe doch noch irgendwo ein Bild von meinem Dratini, oder? Ach Gott. 30 Jahre alt. 30 Jahre alt. Wo ist denn das Bild von meinem Dratini? Bruder. Oder soll ich schnell eins machen? Wahrscheinlich. Nein. Es ist schlau, wenn ich schnell eins mache. Trottini, wo bist du? Weil ich habe so viele Bilder auf dem Handy mittlerweile. Seit ich wieder das Handy hier verwende, habe ich so einen großen Speicher. Hier. Ja. Hier ist übrigens nicht so ein großer Speicher, glaube ich. Ist es. Mein Trottini. So, jetzt habe ich zwei Bilder vom Trottini gepostet. Und das Bild habe ich jetzt auf Snapchat mal gepostet. Und ich kann auf Snapchat aktuell keine neuen Freunde annehmen, weil ich aus irgendeinem unerfindlichen Grund eine Friendlist habe, die überfüllt ist. Also der Grund dafür ist natürlich nicht undingsig, aber... Der Grund ist nicht undingsig, versteht ihr? Der Grund dafür ist natürlich nicht, wie heißt's? Dings? Soll ich den Namen vergessen? Schlaganfall. Hier auch schon wieder. 30 Jahre alt. Ich sag's nochmal. 30 Jahre alt. Lebt in diesem Haushalt. Wenn man das Haushalt nennen möchte. Und findet das hier witzig. Tja, Rainer, wer ist nochmal schuld daran, dass du dein Leben an die Wand gefahren hast? Ich hab's vergessen. Der Grund dafür ist natürlich nicht, unbekannt, sondern die Sache, was ich meinte, war, dass der... Ich bin heute schon wieder voll verpeilt, merke ich gerade. Heute? Sondern der Grund dafür ist natürlich, dass wir die... Jetzt habe ich den Faden komplett verloren. Rainer, du hattest keinen Faden. Du hast, als du angefangen hast zu reden, hast du dabei etwas anderes gemacht. Es kam von vornherein nur Satzphrasen, nur Satzhüllen, nur Gebrabbel. Es war klar, dass auch am Ende nichts Gescheites bei rumkommt. Alter, heute bin ich echt durch mit der Welt, ey. Oh, das ist ein Pokémon, ich kann es nicht fangen, ich habe keine Pokébälle mehr. Das kannst du nicht ausdenken. Der streamt gerade live, will irgendwas erzählen und spielt dabei und ist völlig überfordert. Junge, das ist der erste Mensch, den ich sehe, den Pokémon Go komplett überfordert. Und warum hat er keine Pokébälle mehr? Die kriegt man doch durchs Laufen, oder nicht? Sag mir mal, wie man die bekommt. Die kriegt man doch wahrscheinlich durchs Rumlaufen, oder nicht? Und Sachen finden vielleicht, ich weiß es nicht. Aber wenn man diese Home Edition vom Sofa aus spielt, ja, dann ist schlecht. Dann muss man die Kohlen wahrscheinlich reinballern, ne? Wenn ich laufen will, muss zahlen, oder wie heißt das? Achso, ich kann keine Freunde mehr auf Snapchat annehmen, weil aktuell meine Friendlist voll ist. Warum? Nein, das hast du am Anfang des Streams schon mal erzählt. Und du hast, wie gesagt, die Friendlist mit der Bannliste verwechselt. Anscheinend. Warum auch immer. Der Grund dafür ist natürlich jetzt so unbekannt, aber das ist da überhaupt eine Begrenzung. Genau das Gleiche hat er gerade schon mal gesagt. Genau das Gleiche. Von Leuten gibt, verstehe ich nicht ganz. Rainer, lass uns doch über Dinge sprechen, die du verstehst. Dann ist das Video nach 3 Minuten durch, glaube ich.
Was willst du dieses Jahr im Garten machen? Garten, verschönern. Lel, Grüße gehen raus. Ich habe nicht vor, dieses Jahr überhaupt irgendwas zu machen. Ja, kleiner Fun Fact. Genau das gleiche macht er schon seit 10 Jahren im Garten. Du hast 99 Cent gepostet, 99 Cent gespendet, um einen Scheißhaufen zu posten. Könnt ihr hier auch umsonst sehen. Ganz umsonst. Nicht schlecht. Beschwer dich doch nicht drüber, du bist jetzt 99 Cent reicher. Ein Euro haben oder nicht haben. Muss ich jetzt extra aufstehen für ein Blatt Papier? Mach dich nicht unglücklich, Reini. Vergiss nicht, nicht ohne Hände aufstehen. Habe ich echt nichts mehr hier liegen? Aus irgendeinem Grund wird mir bei Snapchat, aus irgendeinem Grund wird mir bei YouTube angezeigt, ich soll die Bitrate von meinem Stream runterstellen, weil ich habe eine Bitrate von, was habe ich denn draufgestellt? Lass mich mal überlegen. Habe ich. Reini, weißt du, was eine, wofür eine Bitrate bei einem Stream da ist? Wenn nicht, schließe doch bitte dein Mundwerk. Der ist angeblich von Beruf Streamer. Und weiß nicht, wie er den Stream einstellen soll. Eingestellt. Und 2500, das soll ich bloß verwenden. Also ich benutze ein bisschen zu viel Bitrate gerade. Drache, was sagst du zu dem Corona? Und wie sehen deine Schutzmaßnahmen für zu Hause aus? Zu Hause ist bei ihm niemand. Nie. Wartet mal, ich muss mal, dass ich ein Bild habe. Seht ihr das da? Das Schwert? Das ist meine... Ja, Rainer. So ein 20-Euro-Dulli-Ding von Amazon. Schutzmaßnahme. Denn ich gehe davon aus, dass es wohl oder übel früher oder später zu einer Zombie-Apokalypse kommt. Junge. Das hab ich ganz vergessen. Es ist auch schon für mich 2,5 Jahre her, dass ich den Stream gesehen habe. Ja, Reiner hat Resident Evil gesehen, ne? Klar. Aufgrund dieses komischen Ja, wir wissen's. Virus, muss jetzt nicht unbedingt ein Zombie sein oder so, aber irgendwas in die Richtung halt, wenn das so weitergeht. Weil genau so fängt nämlich jeder Horrorfilm mit einer Zombie-Apokalypse an. Ja, Reiner, und da du nicht rausgehst und das wahre Leben mal betrachtest, in die schöne Natur gehst, die du da damals vor deinem damaligen Zuhause hattest, sondern in der Müllkippe sitzt und dir DVDs von alten Horrorfilmen anschaust, Reiner, deswegen, ja, das kommt am Ende dabei raus, das da. Ne? Ist irgendeiner krank, dann wird irgendwann die Quarantäne ausgerufen. Dann kommt es irgendwann dazu, dass dann die Leute plündern. Ich meine, wenn die jetzt alle schon Scheißhauspapier horten, habe ich heute eine lustige Diskussion gehabt beim Einkaufen. Ja, natürlich. Als du was gekauft hast? Oder was heißt Diskussion? Eigentlich nur eine Unterhaltung. Eine lustige Unterhaltung gehabt beim Einkaufen. Du kannst überhaupt nicht diskutieren. Es erfordert ein Mindestmaß an Gewitztheit. Ja? Also, du kannst keinen Dialog führen. Haben die Verkäufer schon gesagt, wenn man Klopapier kauft, die dürfen aktuell tatsächlich bloß ein Päckchen rausgeben, außer es ist vielleicht eine große Familie mit mehreren Kindern oder so. Weil wirklich so viele aktuell Klopapier horten wie die Sau und die haben kein Klopapier mehr. Die verkaufen kein Klopapier mehr, weil das ist alles ausverkauft. Was, darf man dich auch mal treffen ohne Hater? Das werdet ihr wohl nicht erleben. Vielleicht gibt es irgendwann mal... Komm bitte, sag Posterverkauf. Bitte, bitte, bitte. Ich werde nie zu irgendwas eingeladen, also... vielleicht komme ich irgendwann mal auf die Gamescom oder sonstige. Nein, Rainer, nein. Nein, wirst du nicht. Garantiert nicht.
ist und bin da dann in der Situation, dass ich ein Fan-Treffen da veranstalten kann. Meinst du, die von der Gamescom kennen das Drachengame nicht? Was glaubst du eigentlich? Junge. Aber rechne lieber nicht damit, weil ich werde zu solchen Veranstaltungen nicht eingeladen. Und das aus gutem Grund. Wenn ich mich bewerbe, werde ich abgelehnt. Und das aus gutem Grund. Guckt euch mal diese Gesichtskirmes an hier. Das findet er ganz ulkig. Das habe ich vor allem vor ein paar Jahren, vor 2 Jahren letztes Mal ausprobiert. Das mittlerweile probiere ich es gar nicht mehr. Vor 2 Jahren habe ich das ausprobiert. Da bin ich eigentlich auf dem Summer Breeze und auf dem Wacken habe ich mich da an. Rainer, vergiss nicht, dass du auch VIP-Tickets haben wolltest, ne? Und nichts bezahlen, selbstverständlich. Angemeldet als nicht VIP, sondern. Doch, da war der freudsche Versprecher drin. Natürlich hat er das gemacht. Selbstverständlich. Als, für Presseausweis und so weiter. Und anders brauche ich dann nicht mehr hingehen. Leider. Lell. Und außer auf kleine Festivals, aber da gehe ich dann privat hin. Da will ich dann nicht irgendwie mit tausenden Leuten in Verbindung gebracht werden. Das sage ich auch gar nichts dazu, wenn ich da hingehe. Rainer, du musst auch nichts zu sagen. Du wirst da gesehen. Und dann wird dieses kleine Event zu einem großen Event. Einem großen Event, an dem du nicht so gerne teilnehmen möchtest wahrscheinlich. Also ja, vielleicht irgendwann in der Zukunft. Aber rechne lieber nicht damit. So, Drache, ist bei dir auch so warm. Tatsächlich hat's hier, was hat's denn draußen? Draußen hat's 17 Grad. Datum, Wetter, Uhrzeit. Ob das stimmt? Auf jeden Fall ziemlich warm, wie es aussieht. Kann aber auch sein, dass das Ding hier lügt. 15 Grad, 15,6. Da du mit ihm sehr viel Zeit mit der Maschine im gleichen Raum verbringst, kann es sein, dass es abfärbt, Aweng. Und die Maschine Aweng den Helikopter macht, ja. 15,1 hat es gerade draußen. Wenn es stimmt. Entspannte Musik. Hey, manchmal braucht man was Entspannendes. Ich kann auch Hardcore-Metal anmachen, wenn das lieber ist. Wann hast du das letzte Mal Metal gehört bei dir im Stream? Ja, und zwar Wodka tötet Viren ab. Es bringt ja bloß nichts. Du müsstest dir es direkt in die Adern kippen. Also am besten hier einen kleinen Schnitt machen. Direkt in. Wie kann man so einen Schwachsinn reden, ey? Boah, ist das übel. In die Adern kippen. Aber ich glaube, selbst das würde nichts bringen. Und ganz ehrlich, du kippst dir keinen Wodka auf eine offene Wunde. Doch. Das kannst du ja vergessen. Oder machst du das vielleicht schon, aber es ist nicht besonders angenehm. Angenehm. Wie er den Kiefer verzieht. Schaut mal hier. Warte mal, ich mach mal. Hier kann er sehen. Da, das hält er für super witzig hier, ne? 30 Jahre alt. Das hier. Das ist Content, Leute. Das ist richtig lustig. Und ich würde dann wahrscheinlich auch kein Wodka nehmen, sondern ich würde dann vermutlich eher einen Jackie nehmen. Das macht auch total Sinn. Einen richtig guten, oder? Es gibt keinen richtig guten Jackie. Reini, Jackie ist so das Abfallprodukt von einem normalen Whisky. Noch besser in Rum. Ja, kommt mal auf die. Komm auf die Gamescom. Wenn ich eingeladen werde, gehe ich auf die Gamescom. Aber ich rechne seit ein paar Jahren schon nicht mehr mit sowas. Ich habe mich 2015, 2016 und 2017 beworben und bin abgelehnt worden. Und 2018, 2019 habe ich es gar nicht probiert und ich probiere es auch dieses Jahr nochmal. Da habe ich nämlich beim besten Willen Besseres zu tun. Nein, Rainer, du hast nichts Besseres zu tun. Du hast nur keine Lust mehr, abgelehnt zu werden. Das ist langsam auch Realität. Da habe ich einen Vorteil, da ich auf dem Land lebe. Ich habe ja hier ringsrum ein paar Bauern, die ich kenne. Und dann gehe ich halt zu dem einen oder anderen. Ja, Rainer, du bist sehr beliebt bei dir auf dem Land. Wenn du einen Fuß bei dem anderen auf dem Bauernhof setzt, Junge, dann ist das Turn-up. Die haben ein Dorffest gemacht, als du die Verpissung eingeleitet hast. Oder anderen und sage, ey, pass mal auf, gib mir mal einen Liter Milch, ich gebe dann 5 dafür oder so, keine Ahnung. Oder ich. Für 5 Euro für einen Liter bekommst du wahrscheinlich sogar Rainer, na klar. Ich helfe oder sonst was. Niemand will von dir Hilfe, Rainer. Wir wissen, wie du arbeitest. Lell. Dann lieber die 5 Euro.
Also habe ich auf dem Land nicht das Problem. Wie alt bist du? Ich werde dieses Jahr tatsächlich schon 31. Dafür gar kein Problem. Nochmal ganz kurz, schau dich das mal an. Wie alt bist du? Er sagt jetzt, wie alt er ist und schaut dann in sein Gesicht, bitte. Bitte schaut in sein Gesicht. Ich warte jetzt noch, bis ihr alle auf den Monitor gucken könnt oder aufs Handy. So, jetzt passt auf. Was er für witzig hält. Gerade eben habe ich schon ein paar Mal gezeigt. Ich mache es jetzt nochmal. Ich werde dieses Jahr tatsächlich schon 31. Darf ich gar keinem sagen, eigentlich. Junge. Wenn du... Was? Wenn die Games... Oh, da ist ja was gewesen hier. Was? Ich auch abkreuzen. Super. Das läuft ja heute beim Bingo. Und ja, ihr habt mich oft gefragt jetzt, wir werden demnächst mal wieder Bingo spielen live. Machen wir mal wieder zusammen. Ich habe auch Bock drauf jetzt richtig. Wir haben es jetzt eine ganze Zeit lang nicht gemacht, eine ganze Zeit lang ausgelassen. Aber wir werden es mal wieder zusammenspielen, ja. Was kommen überhaupt stattfindet. Wenn es so weitergeht wie jetzt, kannst du es vergessen, dass es stattfindet. Weil im Moment... Wenn die Reini nicht annehmen, dann findet die bestimmt nicht statt. Hat ja die Zombie-Apokalypse in Anführungszeichen schon angefangen. Ja, also wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das fängt ja jetzt im Moment so an. Und ganz ehrlich, gestern Abend bin ich so im Bad gewesen, ne, habe mich geduscht und so weiter, und dann bin ich so reingekommen. Und dann, wie ich so reinlaufe, schaue ich hier so auf den Vorhang so und bleib so stehen und denke ein bisschen so drüber nach und denke mir so. Ja, Reini kommt aus dem Bad, stellt sich vor den Vorhang und denkt an nach. Freilich. Ich call hier mal Aveng Lülülü. Weil das Radio gelaufen hier innen. Und ich denke mir dann so, weil er auch gerade. Hat er gerade hier gegendert? Hat er hier innen gesagt? Mach mal zurück. Nach und denke mir so, weil das Radio gelaufen hier innen. Ja, er hat hier gegendert. Hier innen. Lel. Und ich denke mir dann so, weil da war auch gerade Werbung vom Coronavirus, denke mir so, Werbung vom Ihr habt's noch nicht? Heute im Angebot. Kannst du dir nicht ausdenken, Junge. Guck dir mal das Gesicht dabei an. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Junge, 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 Junge. Nee. Eigentlich wäre es selten dämlich, wenn die Menschheit durch einen Virus ausgelöscht werden würde, der nach einem Bier benannt ist. Das dann noch nicht immer so besonders geil. Oh Gott. Herrgott, lass bitte Hirn regnen, nimm den Bedürftigen den Schirm weg. Danke. Geiles. Das wäre mal wieder die pure Ironie, Mann. Kann ich hier 5 Euro spenden für ein Ticket. Für was für ein Ticket? Für was für ein Ticket willst du spenden? Ja, für die Achterbahn um den Altschauerberg. Ja, das ist gut, wenn man solche Nachbarn hat, die Milch liefern können. Liefern? Ich habe nichts von liefern gesagt. Ja, weißt du. Für 5 Euro den Liter möchte ich noch geliefert kriegen. Du, was das Schlimmste ist, und zwar, dass man das Thema Corona... Rainer, das Schlimmste ist, dass du das Thema in den Mund nimmst, ohne irgendwelche Ahnung zu haben. Das finde ich das Schlimme dabei. Überall hört und sich und sieht, das nervt langsam. Ja, das ist ja auch überall. Das wäre, als wenn du ins Stadion gehst und beschwerst dich dann, dass alle über Fußball reden. Ganz ehrlich? Oh oh, Rainer will ehrlich sein. Die Rotorblätter drehen sich schon. Ich krieg davon gar nicht viel mit. Ich lese keine Zeitung, ich schau... Er hat gerade eben gesagt, dass er es gestern im Radio gehört hat. Ganz ehrlich. Ich schau keine Nachrichten. Ich höre eigentlich auch kein Radio. Ich krieg das also gar nicht mit eigentlich. Das Einzige, wo ich das wirklich mitkriege, ist im Internet oder wenn ich mal die seltenen Male, wo ich gehe, einkaufen gehe. Wenn ich so unterwegs bin oder so, kriege ich das nicht mit, weil es ist jetzt nicht groß, dass die irgendwo große Plakate aufhängen oder so.
Ne, die machen nur Radiowerbung. Sondern es ist ja einfach nur, ja, weiß nicht. Die Viren halten die Hater auch nicht auf, das ist richtig, ja. Im Gegenteil, es beweist erst recht, wie dumm manche Menschen sind. Ich meine. Ja, Rainer, das beweist du uns jetzt hier. Seit 12 Minuten Video. Wir sind mittlerweile 30 Minuten dabei. Das beweist du uns gerade wirklich. Wir hatten. Lass mich mal kurz überlegen. Och, Reini. Zum Glück hat Rainer ein Hochladen das zusammengeschnitten. Wenn der jetzt anfängt zu überlegen, das kann schon ein bisschen dauern. Gestern, boah, lass mich überlegen. Google Plus gibt es nicht mehr, ist offline. Ach so, es ist offline. Ich krieg das, selbst das kriege ich nicht mit. Und deshalb, obwohl ich YouTuber bin. Nein, bist du nicht. Weil du musst deine Viren, was, du musst deinen Sound voll mit Viren, dann kommt kein Hater mehr durch. Ganz ehrlich, wer sich an meinem Zaun reißt, kriegt wahrscheinlich ohnehin eine Blutvergiftung. Weil der inzwischen zum Teil ja auch verrostet ist und alles. Ja, Rainer, wie der Rest deines Hauses. Das ist gleich, als wenn du auf einer Müllkippe irgendwo in Stacheldraht greifst. Das kommt ja aufs Gleiche raus, fast. Meiner Meinung nach. Also, wer sich an meinem Zaun reißt, der kriegt eh eine Blutvergiftung. Also. Wie viele müsstest du denn schon gehabt haben jetzt an Blutvergiftung? Wenn er Pech hat. Wenn er Glück hat, kommt er mit davon, aber ich. Ja, Winkler geregelt halt, ne? Glaubst. Ist eher unwahrscheinlich. Glaub mir, das hilft gegen die Typen leider nicht. Das Problem ist, du musst, das mit dem, dass ich das denen sagen soll, ganz ehrlich. Chopper, ich sag dir ganz deutlich, wenn ich das denen sagen würde, würden die trotzdem kommen. Soll ich dir auch sagen? Tja, Rainer, wie das nur kommt. Wie kann das nur sein? Vielleicht, weil du dich 8 Jahre lang vorher unbeliebt gemacht hast? Warum? Das Minimum an Gehirn, das man dafür benötigt, Angst zu empfinden, ja? Vor dir? Lel. Dass man einen logischen Schluss daraus zieht, oh, der ist krank, oh, da gehe ich nicht hin. Diesen logischen Schluss können die Hater nicht ziehen. Doch, Rainer, eigentlich schon. Das ist das Problem daran. Die Hater können diesen ganz logischen Schluss, der für dich, für mich und für viele von euch logisch ist, den können die Hater nicht ziehen, diesen Schluss. Abgesehen davon, ich bin ja der Lügenlord. Das heißt. Absolut richtig. Wenn ich das behaupte, dann heißt es, oh, der ist sowieso nicht krank. Auch richtig. Wo sollst du es denn herhaben, Reini? Du sitzt 24-7 allein auf deiner Müllkippe. Wo sollst du es denn herhaben? Was eigentlich eine geile Sache ist, weil wenn ich es wirklich hätte oder habe, könnte ich die Leute anlügen. Könntest du mal lügen. Ja, das passiert ja sonst nicht so oft, ne? Und die voll anstecken. Ja, und das wäre eine geile Sache. Und die Leute fragen sich, so Leute wie Rick fragen sich, warum Reini wohl nicht gemocht wird. Das hier solltet ihr sich mal anhören. Mann, 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 ist das ein Ekel. Und hoffentlich werden sie dann gescheit krank. Wäre voll die geile Strategie, um die Menschheit auszulöschen. Hä, Rick? Du Löwe? Und sie werden niemals wissen, was ihnen passierte. Nee. Das hat keinen Sinn. Völlig gestört. Völlig gestört. Was anderes kannst du mir nicht erzählen hier. Das hat keinen Sinn, weil das Gehirnminimum, was man dafür benötigt, haben die nicht. Renner, hast du überhaupt gemerkt, was du da gerade erzählt hast? Ganz ehrlich, ich möchte mich auch über das Corona-Blödsinnsgedöns gar nicht aufregen oder drüber reden oder schreiben oder sonst. Du solltest da auch nicht drüber reden, Rainer. Das ist ein ernstes Thema. Du solltest da einfach, ne, ruhig sein. Gib mal Ruhe. Was? Ich habe mich eigentlich die ganze Zeit, was das Thema angeht, ein bisschen aus der Ecke gehalten, weil ich möchte. Nein, Reini, hast du nicht. Du hast versucht, mit Sido darüber zu reden und du hast einen Schwachsinn erzählt, der seinesgleichen sucht. Ja, du hast einfach die Regeln nicht verstanden. Ich möchte darüber gar nicht sprechen, weil mich interessiert das Thema nicht. Ja, ich find's krank, was da aktuell abgeht, ja, dass da jetzt. Ich find's krank, was du gerade eben erzählt hast. Überall die Schulen zu haben, dass da überall die
die ersten Sachen komplett. Ich meine, Italien, glaube ich, ist komplett abgeriegelt inzwischen. Passt mal auf, wie er abgeriegelt sagt. Schaut mal auf abgeriegelt und schaut mal in sein Gesicht. Die ersten Sachen komplett. Ich meine, Italien, glaube ich, ist komplett abgeriegelt inzwischen. Da darf man. Das mache ich mal zurück. Pass auf, ihr könnt dabei zugucken hier. Wartet. Da. Was soll das? Wisst ihr, was das soll? Findet ihr das witzig? Oder was ist dabei? Was ist da falsch? Mann. Inzwischen, da darf man nicht mehr ein und nicht mehr ausreisen momentan wegen dem Virus. Alles Quarantäne und so ein Scheiß. Dich anscheinend nicht daran gehindert, nach Rimini zu fahren für 10 Minuten. Lell. Ja. Bin jetzt hier. Mir gefällt's nicht, fahr wieder nach Hause. Ja. Heute gefalle ich dir. Ja, ich habe ein bisschen in den Seiten nachgeschnitten und ich habe mich auch leicht mit einem Bartschatten heute Morgen rasiert, habe den Bartschatten ein bisschen dran gelassen, nur ein bisschen gestutzt an den Seiten. Ach ja, und ich habe heute natürlich eine richtig geile Wimperntusche drauf. Guck mal, wie er sich feiert dafür. Guck mal. 30 Jahre alt. Gott, ist das witzig. Junge. Richtig stumpf. Richtig schlecht. Nein, ich habe kein Make-up drauf. Das einzige Make-up, die einzige Art von Schminke, die ich mache, ist an Halloween oder so. Oder an. Ja, und die ist sehr professionell. Also, Wahnsinn. Junge, die Halloween-Streams waren auch. Was haben wir uns heute Morgen noch drüber unterhalten? Als er damals die Halloween-Streams gemacht hat und da war im Hintergrund, hat er hier einfach irgendwelche Sachen hingeschrieben mit Paint. Und dann sagen die Leute, ey, das sieht aber richtig rottig aus. Ja, da gibt man sich für euch Mühe, reißt sich denn das Rektum auf und dann kommt sowas. Junge, das ist so lächerlich. Ich meine Photoshop-Künste, ja, die ich hier vor dem Video in einer Minute zusammenbastel. Ja, die sind sehr schlecht. Das, was du da gebracht hast, Rainer, und du willst der Profi sein. Lell. An Fasching von mir aus noch. Toyota Corona war ein gutes Familienauto. Ja. Ach, ich weiß nicht, so ein paar Hate wären schon nicht schlecht, wenn dann mal ein paar Monate lang auf Eis liegen würden. Ist das ekelhaft, ehrlich. Ich möchte ausspucken, ehrlich. Ich denke da speziell an ein paar ganz bestimmte Personen. Die müssen ja nicht gleich draufgehen daran, aber wenn die mal ein paar Monate auf Eis liegen würden, dann würde die Welt ein bisschen besser werden. Ja, meine Emskirchen wird ein bisschen besser, sobald ein gewisses Haus abgerissen wird. Wie kommt das nur? Eine Sache wünsche ich mir ernsthaft. Ich überlege jetzt einfach, 5 Minuten vorzuspulen. Aber komm. Ganz ehrlich, jeder, der sich so verhält, wie die Leute bei mir vor der Haustür, ne, die hierher kommen, ich hoffe, dass die eine Krankheit kriegen, dass... Bah, ist das ein Ekel. Nee, Leute, ehrlich. Kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir echt nicht ausdenken. Ganz ehrlich nicht. Die impotent werden. Und was kriegen sie denn? Winklerismus? Oder ne, vielleicht nicht unbedingt impotent, aber zeugungsunfähig. Das ist auch nicht einmal böse oder so gemeint. Nein, das meinst du aus der Güte deines Herzens, ne? Junge, das war's. Jetzt ist raus hier. Her damit. Anders kannst du den Scheiß hier nicht geben. Aber die Dummheit dieser Menschen, die darf nicht weiter verbreitet werden. Ja, Rainer, da bin ich ganz froh, dass du dich nicht weiter vermehren wirst. Ehrlich. Ramona gönne ich ihr ganzes Glück, was sie hat, ja, mit Familie und so weiter. Dem Daniel, ja, dem Emala, den haben wohl auch hier Hater auf der Kirchweih getroffen, soll auch ein ganz anständiger Kerl sein. Auch Familie, Arbeit, alles drum und denen wünsche ich alles Gute der Welt, ehrlich. Ob die jetzt auf der Sonderschule waren oder Peng. Aber das scheinen gute Menschen zu sein. Bei ihm hier,
bin ich ganz froh, dass der anfängt, auf TikTok Videos zu machen zu Ich suche eine Frau für Kinder. Es ist da übrigens ein WhatsApp-Leak aufgetaucht. Ja, den kann ich jetzt gerade nicht so wiedergeben. Vielleicht machen wir das nächste Woche mal. Es ist halt, ja, er hat mit einer Frau geschrieben, mit einer Mulle geschrieben, mal wieder. Ah, Leute, was soll ich euch sagen? Es ist nicht schön. Wir schauen da nächste Woche mal rein zusammen, ja? Ganz ehrlich, das ist auch echt überhaupt nicht böse, aber die sollen diese Menschen... Rainer, ich meine das auch nicht böse. Ehrlich nicht. Ich meine das von ganzem Herzen. Das ist meine Meinung. Menschen dürfen sich nicht fortpflanzen. Wenn diese Menschen sich fortpflanzen, wundert es mich nicht, wenn die Welt vor die Hunde geht. Hast denn ein paar Wochen Ruhe? Bei Rainer wäre es großartig, wenn er sich fortpflanzt, denkt er, ne? Weil er so viel für die Gesellschaft, weil er so viel beiträgt. Versteht ihr? Überlegt mal, wir hätten nur noch Reinis. Wer baut denn dann? Ja, wer baut an? Wer sorgt für irgendwas? Junge, das Ding wäre durch. Ah, bezweifle ich. Heute ist richtige Gesichtskirmes. Ja. 30 Jahre alt. Das da. Ich lasse euch den Blick noch ein bisschen genießen. 30 Jahre alt. Junge. Gut gebrüllt, Löwe. Hey, woher weißt du, dass ich Standzeichen Löwe bin? Ganz ehrlich, kennt ihr den Film Rain? Ja. Manchmal, wenn die Hater vor meiner Haustür stehen, speziell wenn sie im Regen stehen, würde ich mir wünschen, es wäre Rain. Dann wäre mal Ruhe. Dann würde sich keiner mehr vor meiner Haustür trauen. Ihr seht mich sprachlos, Leute. Ihr wisst, der Arnie redet immer viel Quatsch. Ihr seht mich gerade sprachlos. Bruder. Das kannst du dir hier alles nicht mehr ausdenken. Natürlich wäre cool, wenn ich immun wäre gegen das Zeug. Ja, du bist ja ein ganz besonderer Mensch. Sollte doch niemand vergessen, ne? Du... Guckt mal in diese Region hier, wo jetzt hier diese Voice-Dinger sind. Diese Region. Wenn er mit dem Knie wackelt. Schaut mal hier drauf. Ihr müsst euch vorstellen, dass dieser Mensch so eine Tonne hat, dass die auf den Knien aufliegt fast. Schaut mal. Wenn er jetzt weiter wackelt mit dem Bein. Ach, das wäre geil. Leute, es spielt keine Rolle, ob ihr hierher kommt und ein Autogramm wollt oder ob ihr hierher kommt und hier rumschreit. Ich will mein... Ich glaube, das ist dieser Kampfsport, von dem er seit Jahren redet. Eine Ruhe in meinem Privatleben. Dann bimmel dein Privatleben nicht ins Internet. Und mein Haus und mein Grundstück und das Dorf oder auch die Ortschaft, in der ich lebe... Du meinst eine Müllkippe. ...ist mein Privatleben. Euer Privatleben streckt sich über die ganze Welt. Was? Was redet der da? Unser Privatleben erstreckt sich über die ganze Welt. Ja, Junge, das denkst du, wenn du nicht weißt, dass jemand arbeiten geht. Dass das Arbeitsleben ist. Und Privatleben hast du halt, wenn du zu Hause bist. Deswegen pimmeln wir das nicht ins Internet. Das ist so eine ganz einfache Sache. Euer Privatleben erstreckt sich über die ganze Welt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Meins nicht. Meins ist nur so eine ganz kleine Ecke. Und ich bin der Meinung, dass ich diese Ecke eigentlich verdient hätte. Diese Meinung, Rainer, hast du exklusiv. Das Einzige, was du Nee, das sage ich jetzt nicht. Nein, lieber nicht. Nee, komm. Wir hatten das Thema im letzten oder vorletzten Video, wo er diese utopischen Wünsche
nach einer Frau, die nicht arbeiten gehen soll. Ja, die soll gefälligst zu Hause bleiben. Hat er gesagt, nicht ich. Ja, meine Meinung ist das überhaupt nicht. Meine Freundin arbeitet. Genau wie ich. Er möchte eine Frau, die zu Hause bleibt. Möchte 2 bis 3 Kinder. Haus, Grundstück, Auto. In Urlaub fahren. Sich mal was gönnen. Was für die Kinder kaufen. Was für die Frau kaufen. Und nebenbei noch was sparen. Das möchte er beruflich haben. Das möchte er verdienen. Sonderschulabbrecher ohne Schulabschluss. Tja. Und dann sagt er, ja, das ist ja nicht zu viel verlangt. Doch. Viel, viel zu viel. Wie gern ich gerade ohne Spaß jetzt, ne? Junge. Boah. Das letzte Mal, dass ich solche Gefühle hatte, war, als ich eine Woche lang versucht habe, den Ishin-Endboss bei Sekiro zu legen, Bruder. Da habe ich mich so gefühlt. Nein, ich kenne das Video nicht. Ich schaue nämlich keine... Guck mal auf das Bäuchlein. Adlerson, weil so ein Lutscher hat bei mir nichts verloren. Und ich wäre dir echt dankbar, Red, wenn du aufhören würdest, die ganze Zeit auf diesen Kasper rumzureiten. Also, ich finde Adlerson jetzt auch nicht wirklich witzig. Ne, wer, was sehe ich, Pobacken mit seinem, Zwieback mit seinem Pobacken zerdrückt oder in Maggi badet oder so. Ey, pff. Ey, von mir aus, wer es mag, ich finde es halt nicht lustig. Ich weiß aber nicht, wie der Adlerson an sich ist. Ja, das weiß ich nicht. Kann ganz korrekter Typ sein. Ich kann es halt nicht beurteilen. Ich würde halt jetzt nicht einfach beleidigen, so aus mir nichts, dir nichts, einfach sagen, dass das ein Lutscher ist oder so, wie er das jetzt gerade macht. Der Typ hat nichts mehr verloren hier. Tja, dafür war aber Gericht da. Leider. Ich will von dem Typen nichts wissen, nichts sehen und nichts hören. Und am besten will ich ihn auch nicht riechen. Reini, ich bin ganz ehrlich, er hat zwar in Maggi gebadet, aber ich glaube, er will dich auch nicht riechen. Andererseits, wenn ich ihn riechen würde, hätte er wahrscheinlich schon ein Riesenproblem, weil ich schon hinter ihm stehen würde. Also ich habe mir Adlerson mal angeschaut. Ne? Ich weiß, wie er aussieht und so weiter. Ich glaube, der ein Problem hätte, wäre Reiner. Der Adlerson ist drahtig, der ist auf Zack. Und ich glaube, wenn der Reiner ein paar schmiert, läuft er 3 Paar Schuhe durch, bevor er wieder anstehen kommt. Unser Wongel. Die Frage ist nur, wer von uns beiden das überleben würde? Er. Bin mir der Antwort dieser Frage recht sicher. Sag mal, merkst du gerade, welchen Stuss du redest, anderen das Virus wünscht? Oh ja, das gibt einen Bann. Aber ehrenhaft, so eine Frage zu stellen. Wünschen. Ganz ehrlich? Oh oh. Nach 6 Jahren, so wie... Rande, nach 6 Jahren hast du dir nichts verdient. Gar nichts. Was du dir verdient hättest, würde Rocksau jetzt sagen. Wie ich behandelt werde. Ihr solltet froh sein, wenn ich euch nicht ganz andere Sachen wünsche. Zum Teil. Wenn ihr was... Ich wünsche dir jetzt gerade ganz andere Sachen. Zum Teil. Wenn das nicht passt, schau bitte woanders zu. Kein Mensch zwingt dich hier zu sein. Sagen es halt viele. Du bist aus freien Stücken hier. Was gibt's bei dir zu futtern? Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe heute noch gar nicht drüber nachgedacht, was ich... Rainer, du denkst nie darüber nach, was du isst. Du stopfst es dir, du drückst es dir einfach ins Gesicht. Du hast da deinen Trog. Hier. Das ist ein Trog. Da sind manchmal... Das Beste ist, wisst ihr, mit was er Kroketten macht? Welche... Kroketten sind ja eigentlich so eine Beilage. Wisst ihr, was er... Die Beilage zu seinen Kroketten? Pommes. Er mag gerne Pommes mit Kroketten. Und die haut er sich in den Trog. Wie oft haben wir das schon gesehen? Die Leute, die länger dabei sind, wissen das. Junge. Bruder. Buttere. Eigentlich wollte ich mir ein Päckchen Wienerle und Senf holen. Und mir heiße Wienerle machen.
Rainer, wie wär's, wenn du mal in die Küche gehst, schaust, was du noch da hast, anstatt für ein Glas Wiener Würstchen und einen Senf in den Laden zu fahren? Schau doch mal, was du noch in der Küche hast. Wir haben letztes Mal noch drüber geredet. Es gibt richtig gute Apps. Ja, da kannst du eingeben, was ich glaube, eine ist Eat Smarter oder so, die andere zu gut für die Tonne oder irgendwie sowas. Da kannst du, wenn du in der Küche bist und du denkst dir, ah, eigentlich müsste ich einkaufen, aber ich habe noch so viele Sachen, die sind kurz vorm Ablaufen. Die Tomaten machen es auch nur noch höchstens 2 Tage. Die Zwiebeln sehen auch nicht mehr so gut aus und so weiter. Und dann gebt ihr dieses alles, dann gebt ihr diese ganzen Zutaten in diese App ein und die sagt euch, was ihr daraus zaubern könnt. Und da kommen richtig gute Sachen bei rum. Kann ich nur empfehlen. Rainer fährt für ein Glas Wienerle, fährt er in den Laden. Er läuft ja. Junge, 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 Junge. Oh, Wienerle. Frankenwiener. Oh, den muss ich auch mal wieder schauen. Frankenwiener. Voll witzig. 30 Jahre alt. Frankenwiener. Voll witzig. Ich muss gar nichts. Da sagt dir das Gericht was anderes, Reini. Arena. Ich will ihn jetzt nicht spoilern, Reini. Also ich will unseren Reini jetzt nicht spoilern, aber das Gericht wird was anderes sagen. Ja. Ich muss gar nichts. Was ich muss, ist mein Leben führen. Ach so. Ich dachte, du musst gar nichts. Und jetzt ist schon wieder dein Leben führen. Na gut, dein Leben besteht ja aus gar nichts im Endeffekt, ne? Übrigens zu der Aussage von vorhin noch. Das ist eine Sache, die ich euch versuche seit 6 Jahren klarzumachen. Meine Aufgabe als Streamer und Unterhalter ist es, Scheiße zu labern. Nein, Rainer. Deine Aufgabe als Streamer ist es, zu unterhalten. Deine Aufgabe ist es, zu unterhalten. Und das kriegst du nicht hin. Beziehungsweise unfreiwillig. Naja, und man kann sich, also ich höre das so oft. Ich mache halt super gerne Werbung zum Beispiel für Inge, für die Anti-Mobbing-Guys. Ja, die sind in der Videobeschreibung. Da solltet ihr ein Abo lassen und die Glocke aktivieren. Da seht ihr immer, wenn unser Reini live geht. Seht ihr das bei Inge? Oder dem Spiegel oder der Influencer, der kein Mensch mehr ist. Leute, das sind Ehren oder Ranger. Das sind Ehrenkanäle hier im Game. Ja? Da kann man gar nicht genug Danke und Liebe raushauen. Aber ich sehe es halt ganz oft in den Kommentaren, ey, ich habe extra gewartet, bis du es kommentierst, ich kann es mir alleine nicht geben. Das scheint nicht so unterhaltend zu sein, was Reini da macht. Du bist ein Abonnent, deswegen kannst du schreiben, aber es können nur Supporter schreiben im Moment. Es ist so eingestellt. Glaub mir, ich würde hier nicht streamen, wenn ich das nicht so einstellen könnte. Wo würdest du denn sonst streamen, Rainer? Heute wissen wir mehr. Haha, mit Humor lebt es sich leichter. Das ist richtig. Wenn ich das Bäuchlein sehe die ganze Zeit, ne? Schieb richtig Turn ab. Das Bäuchlein sagt zu Rainer, du kannst mich nicht sehen, aber ich headbange gerade. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mit meinem Leben so gut zurechtkomme, weil ich. Was hat er gerade gesagt? Er kommt mit seinem Leben gut zurecht. Rainer, die Aussage würde ich heute noch mal gerne von dir hören. Och Gott, wäre das schön. Das wäre ja so wundervoll. Junge, da würde ich ja. Oh. Oh. Bin jemand, ich lache sehr viel und sehr gerne. Ich habe Rainer noch nie herzhaft lachen sehen. Echt nicht. Und ich habe jeden Streamer schon lachen sehen. Und ihr wisst, wie gerne ich lache. Ja, zurzeit fällt es mir den Videos ein bisschen schwer. Gerade bei solchen Videos. Ja, ich lache wirklich. Ihr wisst, wie gerne ich lache über seine Videos. Bei solchen Videos fällt es mir ein bisschen schwer. Aber ich glaube, ihr habt mich alle schon herzhaft lachen hören. Ich habe auch so gut wie jeden Streamer schon herzhaft lachen sehen. Nur ihn noch nicht. Noch nie habe ich ihn herzhaft lachen sehen. Wir haben hier auf der Bingo-Karte Fake-Lache. Ich glaube nicht, dass der in den letzten 10 Jahren einmal richtig aus tiefster Seele gelacht hat, dass ihm wirklich die Tränen übers Gesicht kullern, dass er Bauchweh hat davon und so weiter. Ich glaube nicht, dass der einmal so gelacht hat in letzter Zeit. In den letzten 10 Jahren würde ich callen. Gerne. Und ich bin halt auch in der Lage, mich über die Kleinigkeiten zu freuen. Letztes Mal waren die Kleinigkeiten noch, ihr seid nicht in Geberlaune. Ja, dann sage ich mal Tschüss. Ja? Dann kam auf dem Zweitkanal online. Da gab es auch nichts.
Da konnte er sich über die kleinen Sachen aber auch nicht freuen. Wann ist der Kanal wieder frei? Dienstag oder Mittwoch? Dann werden wohl die Livestreams weitergehen. Wenn der Erstkanal wieder frei ist. Und wie gesagt, ihr bekommt es mit, wenn ihr Ranger oder Anti-Mobbing Guys abonniert. Beide in der Videobeschreibung. Und ups, Technikdecker am Stesel. Das macht mein Leben glücklicher. Was für ein glückliches Leben er noch hat. Wie neidisch ich auf ihn bin. Das ist aber ein Talent, es ist aber ein aussterbendes Talent, sich über Kleinigkeiten zu freuen. Ich frage mich halt, ob du wirklich Kontakt mit Menschen möchtest, die dich wirklich supporten und dich mal als Person kennenlernen wollen. Nein. Das kann ich so sagen. Ziemlich sicher, nein. Er möchte nur das Geld. Nein. Tada! Leute, wie oft soll ich das noch erklären? Mein Privatleben ist privat, deswegen nennt man es privat. Ich habe nicht vor, tausende Leute kennenzulernen. Wäre auch nicht gut für dich. Ich habe einen Freundeskreis mit. Rainer, wenn dein Freundeskreis, erzählt ja immer von seinen Kumpels, was er alles an Kumpels hat. Egal, wenn irgendjemand eine Geschichte erzählt aus seinem Leben, Rainer hat einen Kumpel, dem das Doppelte passiert ist. Der Schweizer Taschenkumpel. Merkwürdigerweise hat Rainer zurzeit keinen Freund, der ihn unterbringt. Wie kommt das? Wie kommt das? Ich bin mir sehr sicher, dass jeder von uns, sagen wir mal, die Mulle ist richtig sauer, ja? Die schiebt richtig Turn ab und sagt hier, leite mir die Verpissung ein, sofort. Es ist abends 9 Uhr in der Woche. Ich glaube, jeder von uns hätte einen Freund oder Familie, wo er kurz sagen könnte, ey, kann ich vorbeikommen? Kann ich heute Nacht bei dir pennen? Ich glaube, jeder von uns hätte das. Bei Reini? Schwierig. Mit dem ich zufrieden bin, der ist nicht besonders groß, aber damit bin ich zufrieden und ich habe kein Interesse, ihn darüber. Er ist nicht besonders groß, aber Reini ist damit zufrieden. Redet er immer noch über den Freundeskreis? Lell! Hinaus auszuweiten. Ein Fan-Treffen könnte man eventuell mal machen, aber das würde wie gesagt nur gehen. Es würde wie gesagt nur gehen, wenn ich mal auf irgendeinem Event bin, wo dann auch Security anwesend ist und wo das dann auch funktioniert. Und die Wahrscheinlichkeit dazu ist ziemlich gering. Hör damit auf. Junge! Batox, dankeschön fürs Abonnieren. Für eine Sache wollte ich mich übrigens noch bedanken. Oh, jetzt wird's rare. Und zwar, dass ihr die Sache mit Excel außen vor lasst. Sagt er das jetzt, damit die Leute damit anfangen? Bringt er das jetzt einfach ins Gespräch, damit die Leute damit anfangen? Übrigens, Grüße gehen raus an Excel. Weil ich möchte mich über das Thema auch nicht, ich möchte mich zu dem Thema auch nicht äußern und nicht. Warum bringst du es denn auf den Tisch? Das macht doch jetzt überhaupt keinen Sinn. Ich habe das mitbekommen, so ganz am Rande. Aber ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich habe mich zu einer Sache geäußert, was generell andere YouTuber angeht. Das wollte ich hier kurz mal anmerken. Sehr oberflächlich alles gerade. Ich habe mich dazu geäußert, was die Situation mit anderen YouTubern angeht. Und ich meine das auch ernst, was ich da gesagt habe. Er wird nie wieder was mit anderen YouTubern machen. Meme. Kurz Zeit später, ich habe jetzt 10 Jahres Jubiläum, ich lade alle ein. Lell. Dass ich mich mit anderen YouTubern nicht mehr auseinandersetzen möchte. Nein, außer wenn es dir zugute kommt. Dann ja. Weil die haben in den letzten Jahren mich auch hängen gelassen und ich möchte da mich dementsprechend nicht weiter mit anderen auseinandersetzen. Und ich führe mein eigenes Leben und ich versuche... Weil das ist das Ding, die haben ihn hängen lassen. Er hat damals einen Haufen Stromschulden angehäuft. Und dann sollten die ihm bitte helfen. Was? Die mochten ihn nicht. Ja? Das wäre so, als wenn ich jetzt sage, verdammt, ich habe jetzt hier, meine Kohlen werden knapp. Excel,
kannst du mir bitte helfen? Können wir was zusammen machen? Ja, und bei Axel ist es gar nicht so, dass der mich nicht mag. Der kennt mich gar nicht. Da würden meine Chancen noch besser stehen. Und ich würde es niemals tun. Ja, wenn du völlig Fremden fragst, ja, kannst du mit mir was machen? Dann stehen deine Chancen immer noch besser, als wenn du jemanden fragst, der dich nicht mag. Da musst du schon sehr verzweifelt sein. Mit meinem eigenen Scheiß zurechtzukommen und die sollen mit ihrem Scheiß zurechtkommen. Die haben genug Kontakte zueinander. Ich bin alleine. Die haben nie es für nötig geachtet, mich in irgendeine Art und Weise einzubinden. Rainer, warum denn auch? Die hören deine Aussagen. Die wollen dich da nicht haben. Einer von denen. Außer wenn sie mich verarschen wollten. Und das Wer macht denn sowas? Waren dann auch nur ganz wenige. Und deswegen, ja, möchte ich darüber auch nicht weiter reden. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen und mich dadurch noch mal bei euch bedanken. Ich halte mein Berufsleben und mein Privatleben auseinander. So. Ja, du hast ja beides nicht. Beides existiert ja nur in deiner Fantasie. Soweit ich kann. Es geht nicht immer, aber ich versuche es. Wie gesagt, ich hab 4 Jahre oder 3 oder 4 Jahre habe ich versucht, mich mit anderen zusammenzutun und versucht, mich in die eine oder andere Gruppe einzugliedern, aber entweder... Ja, Rainer, und das ist... Tanzverbot hat's mal gesagt und Axel hat's auch mal gesagt. Die haben sich mit dir unterhalten und haben dich als... Ich will gar nicht sagen, als was sie dich empfunden haben, sonst muss das Ding hier auf die Cloud meddeln. Ja, Rainer, keiner von denen hat's länger als 2 Stunden ausgehalten, sich mit dir zu unterhalten. Dann wurde's den Leuten zu widerlich. Es war damals bei zum Beispiel bei KuchenTV und jetzt wollte ich gerade sagen Wolkenbruch. Ich weiß gar nicht, wie die alle geheißen haben. KuchenTV und noch ein paar andere. Er weiß gar nicht, wie KuchenTV heißt. Ach, Ivo. Der große Rainer doch nicht. Der gibt sich doch mit solchen kleinen Leuten nicht ab. In die Gruppe habe ich versucht, mich einzugliedern. Dann haben sie mich verarscht, weil sie plötzlich Panik bekommen haben, weil einer von denen irgendwie geleakt wurde oder sonst irgendein Quatsch, keine Ahnung. Und ja, dann habe ich, wie gesagt, jetzt mittlerweile kein Interesse mehr daran, mich da in andere Sachen einzubinden. Wie gesagt, er hat zur kurzen Zeit später alle nochmal eingeladen zu seinem 10-Jahres-Special. Lel. Ich krieg mittlerweile so gut wie nichts mehr mit. Vor ein paar Jahren war ich in dieser ganzen YouTube-Geschichte noch komplett mit drinnen, weil ich versucht habe, mich irgendwo einzugliedern. Aber ich krieg mittlerweile... Wenn ich nicht einen bestimmten YouTuber noch verfolge, Gaming-YouTuber überwiegend, wenn ich nicht irgendeinen bestimmten YouTuber noch verfolge, kriege ich gar nichts mehr mit aus der YouTube. Ja, natürlich nicht. Wenn du dieser Szene nicht folgst, bekommst du nichts mit. Ja, wie denn auch? Was für ein blödsinniger Satz. Excuse, ich musste ganz kurz hier Pause machen. Ja, er bekommt es nicht mit. Wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, bekommt man das nicht mit, natürlich. Das geht mir ja auch so. Ich gucke nicht... So viel, was weiß ich, RTL. Keine Ahnung, was da läuft. Bei Rainer ist es aber so, dass er sagen möchte, das ist seine Arbeit. Das ist so, als, was weiß ich, du bist Kfz-Mechaniker und weißt nicht, welche Autos gerade auf dem Markt sind. Das funktioniert so nicht. Welt. Außer das, was ich selber, was um mich geht. Und selbst das zum Teil gar nicht mehr. Im Prinzip, Juno ist von der Plattform, auf der ich mich echt wohlgefühlt habe und mit, wo ich. Mhm, das ist derjenige, wisst ihr noch, was er letztes Mal erzählt hat in seinem Stream, warum er da nicht mehr streamt? Er hat sich da echt wohl gefühlt unter diesen Menschen auf dieser Plattform. Da hat er sich echt wohl gefühlt, bis er gesperrt wurde. Und dann fing die Pöbelei an. Ich mit vielen Leuten geschrieben habe und getan habe und keine Ahnung, ist es für mich zu einer Plattform geworden, auf der ich einfach meine Videos poste. Nicht mehr und nicht weniger. Rainer, du kannst da keine Videos posten. Du machst da Livestreams. Und das gilt auch für bestimmte andere, intimere Seiten. Da ist es. Och nö, komm schon. Bitte. Das ist genauso. Na, da schreibe ich nicht mit Leuten groß oder sonst was. Da mache ich einfach meine Videos und Punkt. Paradox, tu mir den Gefallen und poste sowas nicht hier. Das hat hier absolut nichts verloren. Außerdem bin ich auf der Webseite. Sowas darf nur Rainer sagen. Du darfst das nicht posten. Überhaupt nicht mehr. Ich bin auf einer anderen inzwischen. Weil er von der anderen gesperrt wurde. Wie von so vielen anderen.
Ich soll mir langsam auch Gedanken über mein Essen machen, was ich heute Abend mache. Rainer, du solltest dir mal darüber Gedanken machen, vielleicht eine Mahlzeit auszulassen jeden Tag. Das wäre sinnvoll. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas zocken. Zocken! Ich habe euch schon viele, viele Male gesagt, dass ihr euch nicht immer einbilden sollt, was über mich zu wissen. Auch Rainer, wir wissen so gut wie alles über dich. Wenn ihr viele und noch so mehr und noch tausend mehr Videos über mich kennt oder Streams oder sonst was, wer ich wirklich bin, wie meine persönliche Entwicklung ist, wie ich selber denke, wie ich fühle, wie mein... Rainer, du hast doch gerade eben das Gleiche über Adlersson gesagt. Auch über KuchenTV. Über Unge. Da sagst du doch auch, du kennst die alle, obwohl du nur Videos über die gesehen hast. Bei dir ist es aber wieder was anderes, ne? Lell. Keine Ahnung, was auch immer, was mein Leben ausmacht, das wisst ihr nicht. Und das könnt ihr auch gar nicht wissen. Welche Frage sollte ich abkönnen? Mein Leben ist mein Leben. Es spielt keine Rolle, ob ich in der Öffentlichkeit stehe oder ob ich der anonymste Mensch der Welt bin. Das ist falsch, Rainer. Das ist einfach falsch. Wenn du Mensch des öffentlichen Lebens bist, musst du damit rechnen, dass sich zum Beispiel jemand fotografiert oder so. Der ist nun mal so. Ein Privatleben hat auch eine Person des öffentlichen Lebens. Nur wenn sie zu Hause ist. Spielt also absolut keine Rolle, was ihr da für einen Quatsch erzählt, bitte. Wenn sie aber rausgeht und zum Beispiel Paparazzi oder so beschimpft, dann ist das Privatleben schon wieder vorbei. Diese Personen bleiben im Haus. Hey Drache, hab dich. Was? Mich hat niemand. Ich bin ungreifbar. Ich bin wie Rauch. Eigentlich bin ich wie Feuer. Fass es an. Eigentlich bist du wie... Lieber weiter. Und du verbrennst dich. Was auch schon der ein oder andere Hater gemerkt hat. Boah, wie kann man so ein... Junge, der ist 30 Jahre alt. Ich weiß jetzt aber noch gar nicht, wie lange wir noch streamen. Wie lange sind wir jetzt schon online? Ein paar Minuten, hä? Was? Ja, bis die Fliegstunde voll ist, ne? Schon eine Stunde 12 online. Also manchmal vergeht die Zeit so schnell, das ist unfassbar. Wie beeinflusst dich Coronavirus? Es stärkt meine Power, umso mehr... Bruder! Bruder! Der ist 30 Jahre... Schau mal da! Der ist 30 Jahre alt. Steigert seine Power. Keine Power hast du, Junge. Keine Power. Verstehst du das? Keine Power. Junge. Kannst du dir nicht ausdenken? Keine Power, Junge. Grüße gehen raus an Paolo Pinkel. Junge, bei seinen Videos, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gelacht habe. Die Videos von Paolo Pinkel, die kann man echt nur jedem ans Herz legen. Paolo und Kali, Junge, das ist... Oh, das ist Gold. Das ist pures Gold. Krank werden, umso mächtiger werde ich. Nein, gar nicht. Keine Ahnung, was weiß ich. Ich habe ja überhaupt keine Krankheit. Bin ja gesund. Zählt Fettleibigkeit... Ist Fettleibigkeit eine Krankheit? Zählt das als Krankheit oder als irgendwas anderes? Ich weiß es nicht. Wie sieht das mit Wasserbeinen aus? Wie sieht es aus mit... Beine kommen bald ab? Ich weiß es nicht. Gesund wie ein Ochse. Oder? Im Kopf. Oder in meinem Fall ja eigentlich wie ein Drache. Also du bist... Junge, der ist... Du bist alles andere... Alles aber nicht gesund. Absolut richtig. Arina, ich hab dir jetzt eigentlich erst durchgehen lassen. Wenn du raus... Weil du eine Mulle bist. Er hat Verdacht auf Wurstfach gehabt. Wenn du fliegen willst, sag es, dann schmeiß ich dich einfach raus. Was ist das in der Schüssel? Da ist gar nichts drin tatsächlich. Etzalat hat echt sie sogar. Dann hat er mich schon leer gefuttert. Bei mir ist die Sache, ich bin kein Fan von Schusswaffen. Ich finde... Du musst immer mit Skybro reden. Lell. Ich finde, der Kampf mit Schusswaffen ist ehrlos und respektlos. Ich finde, alles, was du bis jetzt hier gesagt hast, ist ehrlos und respektlos. Und bringt keinen Ruhm und keine Ehre. Jeder kann eine Waffe abfeuern, aber nicht jeder kann mit dem Schwert umgehen. Und
Ja, Ren, aber nicht jeder kann treffen. Deswegen finde ich Kampf mit Schusswaffen nicht so geil. Habt ihr irgendwelche Wünsche für eure nächste Abstimmung? Politik? Wofür sind deine Abstimmungen dann noch gut? Ich habe hier schon mal ein paar Abstimmungen gezeigt von ihm. Möchtet ihr, dass ich das Spendenglas mache? 75% nein. Rainer sagt, okay, dann mache ich's. Soll ich wieder die Amazon Wishlist machen? 85% nein. Rainer sagt, okay, mache ich. Wofür macht er denn noch Abstimmung? Wofür? Nein. Politik kommt mir nicht ins Haus. Roomtour. Das war auch ein schönes Video. Immer wieder spannend. Nee. Hat sich ja wirklich viel verändert. Survival-Techniken ist auch eine interessante Idee. Ist alle. Ja, die könntest du zurzeit mal zeigen. Survival-Reini. Survival-Reini im Wald. Das wäre doch schön. Du hast zurzeit Gelegenheit dafür. Er könnte jetzt zum Beispiel jetzt mal ein bisschen Selbstironie zeigen. Ne, er könnte mal einen Grillstream einfach machen. Von draußen jetzt. Wisst ihr noch damals, als er auf der Bank gesessen hat, runter von meinem Land, wo ihm die Hater auf den Bratwurst, die wollte er jetzt auf den Bratwurst einladen wollten? Wenn er sich da hinsetzt und jetzt einfach einen Grillstream machen würde. Grillstream. Das wäre so ein kleines bisschen Selbstironie. Oder wenn er sich an die Schanze stellen würde und dann irgendwie selber ein Besuchervideo hochladen würde oder so. Das wäre Selbstironie. Aber nee. Allerdings vermutlich, also ich habe ja das schon mal zum Survival-Techniken, habe ich mir ja schon mal überlegt, was zu machen. Ne, weil ich hatte mir ja damals in meine Wunschliste. Ich hatte mir in meine Wunschliste ja damals den. Ein Feuerstahl. Damit kann jeder Dulli eigentlich Feuer machen. Reini hat schon 10-mal ein Video dazu angekündigt. Dieses Video ist nie gekommen. Meine Meinung ist, dass es einfach nicht geschafft hat. Den Zündstahl reingepackt, den ich inzwischen auch schon ein wenig verwendet habe. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Ja, das sind meiner Meinung nach sind das Benutzungsspuren oder Benutzungsspuren. Hey, guck mal hier. Warte mal. Ich mach nochmal zurück. Zurück. Hier kann man sehen, dass er dran geratscht hat. Ich glaube, das waren die Versuche für ein Video. Es hat nicht funktioniert. Ich kann es nicht beweisen, das ist nur meine Meinung. Meine Vermutung. Verwendet habe, ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Da fällt mir Abnutzungsspuren, so heißt das Wort. Junge. Ein Alexa schaut Studio an. Hell. Weiß nicht, ob man es sieht. Ich habe den auch schon ein wenig verwendet. Ja, da ist so ein heller Streifen drauf. Aber wir sollten den Stream mal langsam. Wie viele helle Streifen denn damals noch hatte? Beenden, glaube ich. Die Folge geht schon wieder viel zu lang. Schade eigentlich. Was? Dass andere nicht schreiben können? Ich finde es eigentlich sehr angenehm. Erstens mal, sind. Ja, das ist für Rainer sehr angenehm, wenn die meisten Leute nicht schreiben können. Ja, wenn du in einem Livestream bist und es ist für dich angenehm, dass der Chat nicht läuft, dann machst du halt was falsch. Ist einfach so. Wenn du im Livestream bist, interagierst du mit dem Chat. Natürlich kann man es jetzt wieder aus zwei Seiten sehen. Die Hater würden behaupten, ich mache das, um Kohle zu verdienen. Selbstverständlich. Stimmt aber überhaupt nicht. Stimmt aber wohl. Pff, selber doof, Edge. Lel. Ich mache das, um die Hater auszublenden. Ich mache das, um nicht zu viele Leute zu haben, die schreiben können. Tja, ich mache das, um nicht zu viele Leute zu haben, die schreiben können. Und ich mache das, weil es einfach generell eine viel entspanntere Atmosphäre ist. Ich werde auch versuchen, wieder ein bisschen öfter zu streamen. Puh, das ist gerade schwierig hier. Junge. Ach, I love it. So, müssen wir dann noch was zu essen machen gleich. Du redest nur noch über das Essen gerade. Warum könnte Böses sein? Es gibt so einen geilen Spruch, den kennen vielleicht die Jüngeren unter euch gar nicht. Okay, hau raus. Die Hölle kennt keinen Zorn wie den... Wie den einer verschmähten Frau, ja, kennt jeder. ...einer verschmähten Frau. So Leute, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten... Eigentlich heißt es, glaube ich, die Hölle kennt nicht die Wut einer zornigen Frau oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht wirklich, ob es verschmähte Frau ist. Das Stream-Video-Gedöns-Getue wieder mit dabei.
Ich muss immer gucken, welche Kamera ich anschaue. Ich habe rechts eine und links eine. Ich weiß nicht, welche Kamera ich nutze. Ich bin halt Profi-YouTuber. Lel. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich muss gucken, ich werde heute noch das Video hochladen, auf jeden Fall. Und ich werde auch gleich dann noch posten, wegen der Abstimmung. Posten. Dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal abstimmen. Ja, das wäre eigentlich alles. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein und tschüss. Bleibt schön, bleibt sauber, bleibt gesund. Komm in eine Pötte, Jung. Gesund. Und steckt euch nicht an. Leute, wir haben es geschafft. Über eine Stunde, na klar. Was sonst? Der Ani weiß, was er will. Was ihr wollt. Ja, der Ani weiß, was ihr wollt. Und der Ani liebt euch. Und deswegen über eine Stunde. Leute, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Streamende wieder. Bis dahin. Passt gut auf euch auf. Werdet oder bleibt gesund. Ich blende euch jetzt hier noch links ein Video ein. Rechts geht's zu einer Playlist. Da könnt ihr auch mal durchmitteln, wenn ihr Lust habt. In der Mitte könnt ihr mir ein Abo dalassen, wenn ihr wollt. Mich würde es freuen. Wäre ganz lieb von euch. Ja, Leute. Ganz viel Liebe an euch. Metal Love.